Zusammen. Mein Name ist Florian Irgmeier, das ist Julian Hölzel und wir stellen heute Abend das Gutachten Nudging, Regulierung durch Big Data und Verhaltenswissenschaften vor. Wir schauen uns jetzt erstmal den Fahrplan an. Erstmal werden wir ganz kurz was zum Hintergrund des Gutachtens sagen, dann werden wir ein bisschen in die Begriffsarbeit reingehen und uns angucken, was eigentlich Nudging und was Big Data gestütztes Nudging ist. Und drittens schauen wir uns dann ein paar verschiedene Varianten von Big Data gestützten Nudging an. Viertens wenden wir uns dann der Legitimitätsdiskussion zu und am Schluss wird Julian dann noch was zu den rechtlichen Grundlagen und Grenzen dieses Instruments sagen. Also erstmal zum Hintergrund. Wir haben dieses Gutachten im Auftrag des Forschungsclusters Abida zwischen Oktober 2017 und Februar 2018 erstellt. Wir waren insgesamt zu viert. Zu zweit repräsentieren wir jetzt also nur die Hälfte unseres geballten Sachverstands und haben dabei juristische, informatische und sozialwissenschaftliche Perspektiven verbunden. Und das Gutachten ist, wie zahlreiche andere sehr lesenswerte Texte, auch frei verfügbar auf der Abida-Seite. Und dann können wir jetzt eigentlich auch schon zur Begriffsarbeit übergehen, also zur Frage, was ist eigentlich Nudging und was ist Big Data gestütztes Nudging? Also erstmal zum analogen Nudging. Unter einem Nudge verstehen Richard Thaler und Cass Sunstein, die dieses Konzept in den letzten 10 Jahren popularisiert haben, jeden Aspekt einer Entscheidungssituation, der das Verhalten von Menschen auf vorhersagbare Art und Weise beeinflusst und dabei nicht auf finanzielle Anreize oder Verbote zurückgreift. Das wird ganz gerne illustriert mit dem berühmten Kantinenbeispiel. Da wird auf Studien verwiesen, die gezeigt haben, dass man den Absatz von Obst und Gemüse in der Kantine schon allein dadurch steigern kann, dass man überhaupt nichts verbietet oder verteuert, sondern einfach das Obst besser sichtbar platziert als die Süßigkeiten. Irre. Ja. Genau, das ist also so ein verhaltensökonomisch informiertes Steuerungsinstrument, das im Wesentlichen sich die fehleranfälligen, aber eben vorhersehbaren Mechanismen der menschlichen Kognition zunutze macht. Und auf der Grundlage ist dann relativ leicht, was eigentlich Big Data gestütztes Nudging ist. Das ist nämlich Nudging, so, dass sich, hoppla, dass ich nämlich noch die automatisierte, vielen Dank, oder teilautomatisierte. So, Datenverarbeitung zunutze macht, zum Beispiel um die Adressatinnen einzelner Interventionen zu ermitteln oder eben um die Optimalzustände zu definieren, denen Leute angenähert werden sollen oder um den konkreten Typ der Intervention festzulegen, die dann eingesetzt wird oder zum Schluss auch um die Wirksamkeit zu überprüfen, wie zum Beispiel bei A/B-Testing. Das Thema Big Data gestütztes Nudging hat in den letzten 3 Jahren sehr an Fahrt aufgenommen und weckt große Erwartungen in beide Richtungen. Also auf der einen Seite gibt es Positionen, die Big Data gestütztes Nudging eben für ein sehr großartiges Instrument halten, das zur Beseitigung sozialer Missstände eingesetzt werden kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich große Befürchtungen, dass uns dieses Instrument in die kollektive Unmündigkeit stößt oder die Demokratie untergehen lässt. Und diese Debatte bildet eigentlich so den Hintergrund unseres Gutachtens, indem wir versuchen, diese Debatte ein bisschen zu versachlichen und auf ein wissenschaftliches Fundament zu stellen. Und wir haben dazu die aktuelle, aber auch die ältere Forschungsliteratur gesichtet und aufbereitet und auf der Grundlage dann eine Reihe von Fragen beantwortet, nämlich die erste theoretische Frage, wie sich denn solche Instrumente überhaupt sinnvoll theoretisch erfassen lassen, nach welchen Dimensionen man sie unterscheiden kann, welche Gruppen und Typen man bilden kann. Dann die Frage, welche Auswirkungen und Gefahren in der Literatur diskutiert werden. Dann die wichtige Frage, unter welchen Bedingungen solche Instrumente dem Gemeinwohl dienen können und unter welchen Bedingungen Zweifel an ihrer Legitimität anzumelden ist. Und schließlich dann die Frage, welche Möglichkeiten eigentlich das Recht bietet, den gesamtgesellschaftlich nützlichen Einsatz dieser Instrumente zu ermöglichen.
und gleichzeitig die Risiken zu minimieren. Und unsere Ergebnisse wollen wir im Folgenden schlaglichtartig vorstellen. Also wir haben bei unserer Arbeit festgestellt, dass man die Anwendungen, die uns so begegnet sind, im Wesentlichen drei Bereichen zuordnen kann. Also da gibt es erstens Instrumente, die, mit denen das Verhalten von Angestellten in Unternehmen gelenkt werden soll. Zweitens gibt es einige Anwendungen im Bereich des elektronischen Handels und den dritten Bereich haben wir dann Selbstbeobachtung und Selbstoptimierung genannt. Hier geht es um Anwendungen, die Menschen dazu einsetzen, um auf ihr eigenes Verhalten einzuwirken, zum Beispiel auf ihr Fitness oder ihr Ernährungsverhalten. Und für jede der drei Gruppen würden wir jetzt gerne mal so ein kurzes Beispiel durchspielen und wir fangen mit der innerbetrieblichen Steuerung an. Und hier ist ein interessantes Beispiel, die Uber-Driver-App aus den USA, mit denen die Fahrerinnen arbeiten, die für Uber arbeiten. Und interessant ist diese App deshalb, weil sie eben ganz verschiedene Mechanismen der Verhaltensbeeinflussung kombiniert. Also ganz links sehen wir das sogenannte Surge Pricing, also die dynamische Entwicklung von Fahrpreisen. Je nach dem aktuellen Fahrgastaufkommen können die Fahrerinnen und Fahrer in den markierten Gebieten mehr Geld für eine Fahrt verdienen und angelockt werden sie natürlich durch die Aussicht auf ein höheres Einkommen, aber unterstützt wird das Ganze auch designtechnisch durch die farbliche Gestaltung der Karte, durch die eingeblendeten Zahlen und Symbole und so weiter. In der Mitte sehen wir einen zweiten Modus der Verhaltensbeeinflussung, der uns generell sehr häufig begegnet ist, das ist automatisiertes Feedback. Zum Beispiel darüber, in diesem Fall, wie lange ich heute oder in der letzten Woche gearbeitet habe, und wie ich bewertet werde von meinen Fahrgästen. Und gerade der Vergleich mit den besten Fahrerinnen und Fahrern oder der Vergleich mit meiner bisherigen eigenen Leistung soll natürlich dazu dienen, mich auch weiterhin zu hoher Leistung anzuregen. Und ganz rechts sehen wir dann ein sehr günstiges, aber auch raffiniertes Instrument der Verhaltensbeeinflussung. Das ist ein kleines Pop-up-Fenster, das erscheint, wenn die Fahrerinnen sich ausloggen wollen und in den Feierabend gehen wollen und dann erscheint dieses, oder ist in bestimmten Versionen dieses Fenster erschienen, auf dem steht, Demand is very high in your area, make more money, don't stop now. Und hier soll Verhalten beeinflusst werden, indem suggeriert wird, dass man jetzt quasi Geld liegen lassen würde, leicht verdientes Geld, wenn man jetzt aufhört zu arbeiten. Dann zum zweiten Bereich, in dem uns relativ viele Instrumente begegnet sind, das ist der Bereich des elektronischen Handels und hier ist ein interessantes Beispiel das JavaScript Nudger. Dieses Instrument wurde beworben als Möglichkeit, potenzielle Kundinnen und Kunden möglichst lange auf einer Seite zu halten und am Ende dazu beizutragen, Käufe anzuregen, also die Conversion Rate zu steigern. Und zu diesem Zweck wurden dann ganz verschiedene Nutzerdaten erfasst und verarbeitet, zum Beispiel die Mausbewegungen. Und wenn die Daten dann darauf hindeuten, dass eine Person in Kürze die Seite verlassen wird oder den Tab schließen wird, ohne etwas gekauft zu haben, dann löst dieses Script ein Pop-up aus, auf dem dann zum Beispiel mit einem Rabatt geworben wird oder vielleicht auch suggeriert wird, dass das Produkt, das ich mir gerade ansehe, knapp ist. Und auch das soll natürlich Leute dazu bringen, auf der Seite zu bleiben und einzukaufen. Und dann haben wir noch drittens den Bereich der Selbstbeobachtung und Selbstoptimierung und hier geht es eben um alle Instrumente, mit denen man nicht auf das Verhalten anderer einwirkt, sondern auf sein eigenes Verhalten. Und hier ist ein sehr interessantes Beispiel, die App Nudge for Change, die Menschen dabei helfen soll, ihr Einkaufsverhalten mit den eigenen politisch-moralischen Präferenzen in Einklang zu bringen. Und im Wesentlichen operiert diese App mit drei Arten von Daten. Also erstens geben die Nutzerinnen und Nutzer am Anfang ein, welche Themengebiete ihnen eigentlich wichtig sind. Also man kann auswählen zwischen Umweltthemen oder Trump-Issues als eigenen Themenkomplex. Die App greift dann zweitens auf Datenbanken zu, in denen Unternehmen danach bewertet werden, wie sie in diesen einzelnen Themenbereichen jeweils abschneiden. Und drittens erhebt die App dann noch Standortdaten. Und es funktioniert dann so, dass wenn eine Userin oder ein User sich auf irgendein Geschäft zubewegen, gleicht die App die Standortdaten mit diesem Katalog ab und wenn dann festgestellt wird, dass die Person sich auf ein Geschäft zubewegt, das den eigenen Maßstäben eklatant nicht genügt, dann gibt es quasi auch einen Alarm
und einen Nudge und dann wird man darauf hingewiesen, dass auch dieses Unternehmen eben den eigenen Maßstäben nicht entspricht und gleichzeitig werden bessere Alternativen in der Nähe vorgeschlagen. Genau, so viel von den Beispielen und dann zur Legitimitätsfrage. So, also wenn wir uns jetzt so diese Beispiele anschauen und auch die Studien und Szenarien über die Auswirkungen solcher Instrumente, dann stellt sich natürlich die Frage, unter welchen Bedingungen sowas überhaupt legitim sein kann. Wir haben uns dieser Frage in einem Kapitel sehr ausführlich gewidmet und haben uns dabei an den Leitwerten individueller und kollektiver Selbstbestimmung orientiert, weil wir davon ausgehen, dass das Werte sind, die mit einem möglichst breiten Konsens rechnen können sollten. Und wir haben diese Werte dann runtergebrochen in einige konkretere Prüfsteine oder Maßstäbe, die bei der normativen Bewertung einzelner Instrumente hilfreich sind. Also man kann zum Beispiel die individuelle Selbstbestimmung runterbrechen in Autonomie im Sinne von Handlungs- und Entscheidungsfreiheit. Oder die kollektive Selbstbestimmung kann man auch herunterbrechen auf die Frage, auf eine geteilte Öffentlichkeit oder auf einen gemeinsamen Erfahrungsraum in der Demokratie, also das ist auch so ein bisschen diese Echokammer-Debatte. Und das ist alles sehr komplex und wenn man ein bisschen vorsortieren will, dann reicht es eigentlich schon, wenn man sich an drei wesentlichen Fragen orientiert, nämlich wer, wie und zu welchem Zweck. Die erste Frage ist wer, das ist die Frage nach der Organisation oder nach dem Akteur, der solche Instrumente einsetzt. Also ist es ein Staat, ist es ein Unternehmen oder bin ich selber und beeinflusse ich mich selber? Das hat natürlich großen Einfluss darauf, welche Erwartungen an angemessenes Handeln wir stellen. Weil je nachdem, was wir vom Staat oder von Unternehmen halten, wir die Beweislast eher auf der einen oder der anderen Seite sehen. Die zweite Frage ist, wie? Also die Frage, auf welche Art und Weise denn jetzt genau der Einfluss ausgeübt wird. Wie die Datengrundlage zustande kommt und nach welchem Schema ausgewählt wird, wer denn jetzt nur beeinflusst wird und wer nicht. Es macht zum Beispiel einen Unterschied für die Möglichkeit selbstbestimmten Handelns, ob entweder unbewusste Mechanismen ausgenutzt werden oder ob eine App vielleicht einfach nur zusätzliche Informationen bereitstellt oder die Komplexität reduziert. Und die dritte Frage ist schließlich, zu welchem Zweck werden diese Instrumente eingesetzt? Also wenn wir uns fragen, ob so ein Instrument eine ungerechtfertigte Einschränkung unserer Selbstbestimmung darstellt, dann müssen wir natürlich auch die Zwecke berücksichtigen, die dieses Instrument erfüllen soll. Also wenn wir durch einen Nudge nur davon abgehalten werden, andere zu schädigen, dann ist es vielleicht eine andere Frage oder dann lässt sich das leichter rechtfertigen, als wenn bestehende Machtasymmetrien nur noch weiter vertieft werden, wenn es zum Beispiel darum geht, Angestellte in einem Unternehmen noch stärker auf Produktivität zu trimmen. Und von der Legitimität leite ich über zur Legalität, um die sich Julian jetzt kümmert. Ja, da könnte natürlich ein großer Unterschied bestehen. Den juristischen Teil des Gutachtens haben wir unterteilt in der Betrachtung. Wir haben einmal einen verfassungsrechtlichen Teil angelegt und zum anderen uns auf die einfachgesetzliche Ebene begeben und dort exemplarisch geguckt, welche einfachgesetzliche Normen eigentlich für oder gegen den Einsatz derartiger Techniken sprechen mögen. Zunächst möchte ich mal zur verfassungsrechtlichen Ebene was sagen. Da haben wir uns im Wesentlichen auf die grundrechtlichen Implikationen gestürzt und dort in diesem ganzen Diskurs im Wesentlichen vier Problemkreise identifiziert, die uns bei der verfassungsrechtlichen Beurteilung einige Kopfschmerzen bereitet haben, wie wir damit eigentlich umgehen sollen, wie wir dieses Phänomen Nudging dort einsortieren sollen. Das betrifft zuallererst mal das Problem der nach wie vor ungeklärten Kausalität. Ich habe das hier polemisch bezeichnet, Nudging versus Hexerei. Also es lässt sich darauf zurückzuführen, dass innerhalb der Verhaltensökonomik ein groß angelegter Streit geführt wird darum, ob diese Effekte, die experimentell beobachtet werden konnten, überhaupt auf eine tragfähige wissenschaftliche Grundlage gestellt werden können. Und
derartige Beschreibungen sind dann eigentlich schon die Voraussetzungen für die weite juristische Problematisierung. Also es reicht nicht einfach nur gewissermaßen das Flugzeug zu verhexen und dann davon auszugehen, dass es sich darum schon um einen strafwürdigen Versuch zum Beispiel handelt, um das mal ganz grob darzustellen. Wir haben das dann einfach angenommen, sonst hätten wir nämlich nicht weitermachen können in der Beurteilung. Das zweite Problem war dann noch ein bisschen diffiziler, das ist das Eingriffsproblem. Da stellt sich im Prinzip die Frage, unter welchen Bedingungen man ein Ereignis, was man problematisieren möchte, grundrechtlich gesehen, wie man das abgrenzt von bloßer Einwirkung hin zu einem tatsächlich relevanten Zwang. Das war dann nicht so ohne weiteres möglich, die hergebrachten juristischen Tools, die man so zur Verfügung hat, auf dieses Phänomen anzuwenden. Das heißt, wir haben da so ein neues Klassifikationsschema entwickelt, wie man mit dem Problem umgehen könnte. Drittens, das ist eher was Rechtstechnisches, also welche Rechtfertigungselemente da relevant werden können. Und viertens schließlich, was dann nochmal besonders problematisch war, war dieser vielleicht neue, vielleicht doch nicht so neue Modus der Wissenserzeugung durch sogenanntes Big Data, weil das ja in ganz wesentlicher Hinsicht auch auf induktiven Methoden beruht und zumindest wenn der Staat derartige Methoden versucht einzusetzen, dann muss man fragen, ob diese induktive Methodik hinreichend ist, um das abgeforderte Rationalitätsniveau auf staatlicher Seite eigentlich zu halten. Das sind relativ abstrakte verfassungsrechtliche Betrachtungen und die können dann besonders relevant werden, nochmal in der Auslegung des einfachen Rechts. Es gab da, also gibt natürlich viel mehr relevante und einschlägige Rechtsnormen, aber die relevanteste war tatsächlich dann, die wir identifizieren konnten im UWG, also in den unlauteren geschäftlichen Handlungen. Dort gibt es nämlich das Verbot für Unternehmer von aggressiven geschäftlichen Handlungen. Und darunter könnten unter Umständen eben auch diese Fälle von Nudging fallen. Da wird allerdings ganz viel mit Generalklauseln gearbeitet und die müssen dann wieder ausgelegt werden. Und da haben wir dann auf unsere verfassungsrechtliche Betrachtung zurückgegriffen. Genau, das Ähnliches haben wir dann in Bezug auf Datenschutzrecht gemacht, Ähnliches haben wir gemacht in Bezug auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ja, und das war dann auch fast das Ende unserer Betrachtungen. Wir haben dann noch Handlungsempfehlungen entwickelt, aber die haben wir heute nicht mitgebracht. Vielen Dank. Vielen Dank, Julian. Vielen Dank, Florian. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit gelassen für Fragen. Ich habe gleich eine Frage. Du hast eine. Ja, hier stand eine Mate. Wo ist die denn hingekommen? Weiß das jemand? Die Werbung ist runtergekommen worden. Ach, Mist. Ich kann es dir beantworten. Die steht hier vorne. Ah, so. Cool. Super. So, jetzt zurück zum Text. Gibt es denn im Publikum Fragen zu diesem anspruchsvollen Vortrag? Dann bitte melden. Genau. Hallo, also mich würde wahnsinnig interessieren, ob ihr kurz die Handlungsempfehlung noch umreißen könntet. Okay, also vorweg, wir haben uns, ich glaube ungefähr, ich darf das gar nicht verraten, wie viel Zeit wir uns für die Handlungsempfehlungen gelassen haben, als wir das Gutachten geschrieben hatten. Ich sag's mal so, aus rechtlicher Perspektive haben wir besonders eine Handlungsempfehlung als wichtig herausgestellt und das war das sogenannte Nudging-Register, also dass man den Einsatz derartiger Methoden jedenfalls unter die Mindestbedingungen stellt, dass das in irgendeiner Weise irgendwo eingetragen wird, wo man dann gewissermaßen zur Herstellung der Publizität, wo man dann auch Einsicht nehmen kann ohne weiteres, dass man überhaupt die Chance hat, solche derartige Methoden dann auch zu kontestieren. Das war aber wir haben, glaube ich, 30 Handlungsempfehlungen oder sowas gehabt. Es war dann noch relativ kontrovers, ob man eine Enquete-Kommission einsetzen müsste oder doch eher eine Expertenkommission. Ich
Alles klar. Gibt es weitere Fragen? Dann Hand hoch, dann komme ich zu euch. Alles klar. Wohl nicht. Okay, dann haben wir ein längliches Programm. Ich überlege gerade noch ganz kurz. Nee, ich habe auch keine Frage. Bestenfalls, ich kann es sehr empfehlen, dieses Gutachten zu lesen. Sind nur 200 Seiten. Trotzdem, wenn man das liest, die sind eigentlich, die sind sehr liebevoll geschrieben, viele Literaturverweise. Also ich habe das auf dem Hinweg hierher ein bisschen angefangen zu überfliegen und werde auf jeden Fall drin weiterlesen. Danke Julian, danke Florian, vielleicht willst du noch mal kurz vorkommen für den Applaus. Applaus